du triffst dich mit deinen Kommilitoninnen und Kommilitonen zum Lernen für eine Klausur oder sollst mit ihnen ein Gruppenreferat in einem Seminar gestalten? In diesem Video möchten wir dir zeigen, wie du eigene Lerngruppen mit Hilfe der Lernplattform StudIP digital organisieren kannst. Um auf StudIP zuzugreifen, öffnest du deinen Browser und gibst die URL studip.uni-gießen.de in die Adresszeile ein. So gelangst du auf die Anmeldeseite, auf der du dich mit deiner S-Kennung und deinem Netzpasswort anmelden kannst. Nun gelangst du auf die Startseite von StudIP. Unter dem Button Veranstaltungen gelangst du in den Bereich, in dem deine Lerngruppe erstellt und zukünftig auffindbar sein wird. Am linken Rand des Bereichs Veranstaltungen findest du den Button Neue Studiengruppe anlegen. Mit einem Klick darauf leitest du die Erstellung deiner neuen Studiengruppe ein. In der nun erscheinenden Maske gibst du deiner Gruppe einen passenden Namen und hast die Möglichkeit, eine Kurzbeschreibung für zukünftige Gruppenmitglieder und andere StudIP-Nutzer zu hinterlegen. Des Weiteren bestimmst du, ob andere Nutzer eine Beitrittsanfrage an dich stellen müssen oder ein freier Zugang möglich ist. Zum Abschluss des Erstellungsprozesses musst du dich mit den Nutzungsbedingungen von StudIP einverstanden erklären. Nun kann die Studiengruppe als Veranstaltung in StudIP angelegt werden. Du gelangst anschließend auf die Seite, auf der du deine Gruppe bearbeiten kannst. Hier kannst du nochmal entscheiden, welche der in StudIP enthaltenen Inhaltselemente du für deine Gruppe verwenden möchtest. Solltest du dir unter einem der angegebenen Punkte nichts vorstellen können, reicht es, einfach mit der Maus über das Informationssymbol zu fahren. Auf diesem Weg erhältst du eine kurze Beschreibung darüber, was sich hinter dem Element verbirgt und wie du es nutzen kannst. Über die Übersichtsleiste am oberen Bildschirmrand gelangst du in alle Teilbereiche deiner Studiengruppe. Auf der Übersichtsseite findest du einen Link, der zukünftige Mitglieder direkt in die Gruppe führt. Die Forumsfunktion bietet eine gute Möglichkeit zum schnellen und unkomplizierten Austausch innerhalb der Gruppe. Unter dem Button Teilnehmende kannst du die Mitglieder deiner Gruppe verwalten sowie andere StudIP-Nutzer zum Beitritt einladen. Auch das Versenden von Nachrichten an alle Mitglieder ist möglich. Im Bereich Dateien besteht die Möglichkeit, gruppenrelevante Dokumente wie zum Beispiel Lernmaterialien oder Präsentationen untereinander auszutauschen. Das lästige Herumreichen von USB-Sticks oder der Austausch von Links ist damit überflüssig. Im Literaturbereich hast du die Möglichkeit, gemeinsam mit deiner Gruppe eine Literaturliste anzulegen. Während euch im Wiki-Bereich Raum für ein eigens angelegtes Wiki gegeben wird, das ihr zum Beispiel zum Festhalten von Ergebnissen oder zum Austausch von Lerninhalten verwenden könnt. Solltet ihr die digitale Lerngruppe nicht mehr benötigen, kannst du sie als Ersteller im Bereich Verwaltung einfach wieder löschen.